So, lange Rede, gar keinen Sinn. Zurück für das Gebiet im Hintergrund. Ja, sechs Leute, ein verkannter Titel. Und hier haben wir den allerersten North American Champion, Shelton Benjamin, der den Titel ja an Sin Cara verloren hat. Also ich bin echt mal gespannt, wer noch alles hier im Match dabei sein wird. Ich glaube, Shelton Benjamin, ist er noch im Turnier dabei? Ich weiß, er hat ja praktisch gesehen ein Freilos erhalten. Ja, hat er, stimmt. Er sollte eigentlich gegen Bobby Fish antreten. Aber aufgrund der Verletzung Bobby Fishes, die er ja durch Alistair Black erlitten hat. Und da haben wir den, der die meisten Fan-Reaktionen hervorruft. Nach dem Wort habe ich gesucht. Zack Ryder. Ja, er blüht hier bei NXT richtig auf, kann man sagen. Hat zwar nicht so viel Match-Zeit, aber wie heißt der denn aktuell? Ich glaube, Matt Cardona. Kann sich ja mit Cody Rhodes zusammentun, dann nennen sie sich Zack und Cody. So, wer ist die Nummer 3? Oh, Velveteen Dream hat ein klasse Match im Turnier abgeliefert. Guck mal gerade, gegen wen war das nochmal? Er ist ja in der ersten Runde rausgeflogen. Gegen Tyson Storm hat ein super Match abgeliefert. Ja, und steht jetzt in diesem Match. Ja, der Velveteen Dream. Und aus Deutschland, bekannt von YouTube, Chef von Unlimited Wrestling, Martin Guerrero, der ja auch noch im Turnier dabei ist und heute die Chance hat, North American Champion zu werden. So, wer sind die letzten beiden? Der vorletzte. Oh, der ehemalige Tag-Team-Partner von Zack Ryder, von den Hype Bros. Mojo Rawley. Oh, dann wird's aber richtig, richtig interessant. Zack Ryder und Mojo. Ich glaube, die beiden werden jetzt erst aufeinander losgehen. Aber wer ist der Letzte? Oh, der Mann, der Sin Cara damals den Titel gekostet hat. Und ihn Leo Rush praktisch so zugespielt hat. Absolute Andy. Oder war es Amazing Andy? Auf jeden Fall Andy. Ja, er bekommt auch die Chance. Und Mojo Rawley und Zack Ryder gehen hier sofort aufeinander los. Shelton Benjamin und Velveteen Dream. Und die beiden aus Deutschland, Martin Guerrero und Andy. Also Absolute Andy. Ja, es ist eine Battle Royale. Allerdings nicht klassisch übers oberste Ringseil, sondern wirklich Pinfall oder Submission. Muss ich extra vor dem Pay-Per-View noch einstellen, den Create a Match. Ja, ich bin mal gespannt, wer der Erste ist, der rausfliegt und wer am Ende hier die letzten zwei oder drei sind. Ja, die beiden aus Deutschland gegeneinander, die beiden ehemaligen aus einem Team gegeneinander und Velveteen Dream und Shelton Benjamin, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Oh, da haben wir schon das erste Cover. Von Zack Ryder gegen Mojo. Oh, was für ein Punch von Andy. Oh, jetzt mischen sich die Leute hier mal ganz wild durcheinander. Das heißt, Zack Ryder gegen Absolute Andy, Martin Guerrero gegen Mojo Rawley und Shelton Benjamin immer noch gegen Velveteen Dream. Er könnte ja auch der Erste sein, also Shelton Benjamin jetzt,
Der erste doppelte North American Champion. Und Ansatz zur Powerbomb von Andy. Und Big Boot gegen Zack Ryder, also der erste Buchstabe des Alphabets gegen den letzten Buchstaben des Alphabets. Gut, momentan geht es ja noch. Es gibt drei Pärchen. Und was für ein Slam. Also Zack Ryder kriegt gerade zierisch die Hucke voll. Und da hebt da ihn hoch und einfach mal weggeschmissen. Und Choke. Ja, Choke Backbreaker. Oh, Andy lauert. Und super Kick gegen Zack Ryder. Und Kickout von selbigem. Wie gesagt, aktuell gibt es drei Pärchen, also keine Überzahlsituation in irgendeiner Form. Und Zack Ryder schickt Andy in die Ringecke. Shelton Benjamin, der feiert. Und Zack Ryder, der ist da auf der Vorbereitung. Woo, woo, woo. Kick. Und jetzt das Cover von Zack Ryder. Nur bis zwei. Und damit ist der erste raus. Velveteen Dream als erstes ausgeschieden. Und der Rough Raider gegen Absolute Andy. Ist das das Ende? Nein, es ist nicht. Er kickt nochmal aus. Oder war das der Kick von Mojo? Und jetzt, ja, Martin gegen Mojo Rawley und Shelton Benjamin. Ja, und Zack Ryder wieder gegen Mojo Rawley, die beiden. Oh, er und Andy arbeiten jetzt sogar zusammen, so halbwegs. Ja, der gemeinsame Feind, könnte man so sagen. Ja, von wegen, jetzt arbeiten sie wieder gegeneinander. Wieder ein Kick-Out. Und Zack Ryder wieder gegen Mojo Rawley. Ja, das Standard Pärchen. Der Ref ist gerade down. Oh, Big Boot. Ah, Zack Ryder macht das gut. Und da hinten gibt es die Tres Amigos, sehe ich gerade. Oh, schöner Dropkick von Zack Ryder. Und jetzt Cover von Martin gegen Shelton Benjamin. Kickout. Oh, Absolute Andy, der sitzt da richtig passig. Und nochmal der Woo-Kick. Ah, der Ref kommt gar nicht so schnell dahin. Eins, zwei, drei. Damit auch Absolute Andy ausgeschieden. Und Frog Splash. Und auf der anderen Seite gibt es den Rough Raider. Okay, was sollte das jetzt von Martin Guerrero? Da hätte er sich auch einem Gegner entledigen können.
indem er einfach das Cover durchgehen lässt. Also wir haben jetzt noch Mojo Rawley und Zack Ryder. Die beiden Streithähne. Und Martin Guerrero. Und da gibt's den Punch, könnte man so sagen. Und was macht Martin? Der setzt Zack Ryder auf sowas das Seil. Und was macht Mojo Rawley? Der legt ihn einfach ab. Und Martin will dann ausnutzen. Und das war's, Zack Ryder ist raus. Ja, jetzt kann ich den Rest eigentlich nur noch kommentieren. Und Frog Splash von Martin Guerrero. Hat er sich damit jetzt den ersten North American Champion Titel gesichert? Jawohl, er wird zum ersten Mal North American Champion. Es ging jetzt zum Schluss aber wirklich Schlag auf Schlag. Ja, hier nochmal der Super Kick. Rough Raider gegen Absolute Andy. Weiß ich nicht, war das irgendwie der Plan von Martin Guerrero? Hätte auch nach hinten losgehen können, aber es hat funktioniert. Und Martin mit seinem allerersten Titel bei NXT. Glückwunsch an ihn. Ja, kann er demnächst sagen. Hier sind die NXT News. Martin Guerrero ist North American Champion. Und wir kommen zum ersten Survivor Series Match. Und zwar der Holden Weiblichkeiten.